einigen Monaten war ich auf dem Nachhauseweg und ich fuhr durch Wiesen und Felder und ich stellte fest, dass die Getreidefelder schon ziemlich hoch gewachsen waren. Ich hielt an, um mir ein paar Halme abzuschneiden, die ich vielleicht später für ein Gesteck verwenden könnte. Zu Hause stellte ich sie in eine Vase zum Austrocknen und ich vergaß sie. Wochen später fuhr ich wieder an diesen Feldern vorbei und ich stellte fest, die Felder waren mittlerweile reif zur Ernte. Zu Hause angekommen, schaute ich mir meine Halme an und ich stellte fest, sie waren sehr mickrig. Das Korn war überhaupt noch nicht ausgebildet. Die Körner waren überhaupt noch nicht ausgereift. Und ich hatte schlichtweg den Zeitpunkt unterschätzt. Ich hatte nicht den Zeitpunkt beachtet, in der wirklich geerntet werden konnte. Hätte ein Bauer diese Felder, auf denen ich diese Halme geschnitten hatte, abgeerntet, so hätte er überhaupt oder nur ganz minimal eine Ernte haben können. So dachte ich darüber nach, dass es auch in unserem Leben Zeitpunkte gibt. Zeitpunkte, in denen sich etwas erfüllt, auf das wir schon lange warten. Es gibt diese Wartezeiten und es ist ganz entscheidend, was wir in diesen Wartezeiten machen. So habe ich in der Bibel gelesen, dass auch dort von Zeitpunkten immer wieder gesprochen wird. Ich lese dir einige vor, damit du ein Verständnis darüber bekommst. In jenen Tagen und in jener Zeit, spricht der Herr, werden die Söhne Israels kommen, sie und die Söhne Juda zusammen. Oder in Apostelgeschichte 7, als aber die Zeit der Verheißung nahte, die Gott Abraham zugesagt hatte. Oder es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Oder in der Apostelgeschichte, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Warten ist etwas, was uns nicht leicht fällt. Warten hat etwas mit Geduld zu tun, mit trotzdem stehen bleiben, mit trotzdem festhalten. Warten hat etwas zu tun mit Zeitabläufen, die erfüllt werden müssen, bevor etwas Neues kommen kann. Zeitabläufe, die wir abwarten müssen, haben immer wieder im Natürlichen eine bestimmte Reihenfolge, eine bestimmte Erfüllungszeit. Und so möchte ich dir sagen, dass du in der Wartezeit nicht zu früh aufgibst, nicht zu früh Halme abschneidest, die überhaupt noch keine Ernte in sich tragen, die überhaupt noch keine Frucht richtig ausgebildet haben. Fang nicht zu früh an, die Dinge schon abzuschneiden, bevor sie wirklich in eine Reife gekommen sind. Deine Frucht wird sich ausbilden, deine Frucht wird kommen, denn es gibt eine Verheißung in der Bibel, die heißt, dass Gott der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Dazwischen, zwischen Anfang und Vollendung, gibt es eine Wartezeit. Und die Vollendung ist die Erfüllung des Zeitabschnittes, wo etwas Neues kommt. Wenn du zu früh anfängst, die Dinge in deinem Leben abzuernten, wirst du nicht in die volle Erfüllung der Reife in Christus kommen. Dann wird deine Berufung vielleicht gar nicht in dieser Ernte sich abbilden, die du zu früh angesetzt hattest. Mir ist das wirklich zu einem Beispiel geworden, dass ich mich wieder ganz neu ausstrecken möchte, in den Verheißungen Gottes zu ruhen und im Gespräch mit ihm zu sein und in dieser Wartezeit mich auszubilden, stark zu werden, wirklich in eine Reife hineinzukommen, damit ich eine volle Ernte einfahren kann. Eine volle und gute Ernte. 30, 60 und 100-fältig. Und das sollst du in deinem Leben auch haben. Verbringe die Wartezeit nicht mit Stöhnen und Klagen und warum nochmal und warum soll ich nochmal so eine Runde laufen? Ich will nicht mehr warten, ich habe schon so lange gewartet. Lass das ruhen.
Schneide nicht zu früh die Halme ab, bevor das Korn ausgereift ist, sondern steh stark im Herrn. Warte auf seine Zeitpunkte. Warte auf die Erfüllung, die er in deinem Leben schaffen wird. Er ist der Vollender deines Glaubens. Gott hat mehr für dich.